Hallo, liebe Bodyshape-Fitness-Mitglieder. Ich darf mich vielleicht zunächst kurz vorstellen, weil nicht alle mich unbedingt jetzt kennen müssen mittlerweile. Mein Name ist Jens, ich bin der Studioleiter und Mitinhaber von Bodyshape-Fitness in Mainz. Und ich hatte schon angekündigt, während unserer Corona-Trainings-Challenge werden wir euch nicht nur mit Trainingssequenzen erfreuen, sondern wir werden auch ein paar Punkte rüberbringen, die wichtig sind für euren Trainingserfolg, in Form von Lehrvideos, wo einfach ein paar Dinge elementar wichtig sind, damit ihr auch weiterhin euer Trainingserfolg erzielen werdet. Heute soll das Thema sein Training und Trainingspause. Und damit man mal nachvollziehen kann von dem, was ich jetzt gleich ein bisschen darstellen möchte, habe ich einen kleinen Alltagsvergleich mitgebracht, den man, denke ich, jetzt gerade im Frühjahr relativ gut nachvollziehen kann. Wir haben ein tolles Wochenende hinter uns. Wir haben super Wetter gehabt und da wir ja nicht groß rausgehen dürfen, hat natürlich jeder relativ viel Zeit in seinem Garten verbracht. Und da sind natürlich über den Herbst und über den Winter sehr viele Arbeiten angefallen, die man entsprechend jetzt zu erledigen hat. Eine Sache, die ich auch machen durfte am Wochenende, ist Straße kehren. Ich habe so einen kleinen Besen zufällig mal vorbereitet mit dabei. Und was passiert beim Kehren? Ich reibe das Ding über die Straße und permanent reibe ich den Besenstiel durch meine Hand. Und jetzt kann man schon mal überlegen, was passiert dann mit der Hand, wenn ich die ganze Zeit den Besenstiel durchziehe. Da entsteht irgendetwas durch diese permanente Reiberei an meiner Hand. Der eine oder andere hat vielleicht schon die Antwort für sich gefunden. Die Hand wird warm und in der Regel rot. Jetzt habe ich vielleicht ein relativ großes Haus, großes Grundstück und muss am nächsten Tag nochmal anfangen zu kehren. Und meine Hand ist immer noch so schön rot vom Vortag, weil ich ja hart im Nehmen bin und natürlich keine Handschuhe angezogen habe. Das heißt, über meine rote Hand fange ich wiederum an zu arbeiten, ziehe wieder diesen Besenstiel mehrfach hindurch und diese rote Hand, die schon vorgeschädigt war, wird noch mehr gereizt. Und jetzt vielleicht mal kurz zum Mitdenken, was passiert, wenn ich eine sehr gereizte Haut noch mehr reize? Was passiert? Was bildet sich vielleicht an dieser Hand? Ich gebe euch jetzt einen Augenblick nachzudenken. Was wird passieren? Es ist klar, es wird eine Blase entstehen. Jetzt ist Montagmorgen. Ich habe das Wochenende schön verbracht. Ich habe es aber nicht ganz hingekriegt, meinen Garten zu Ende zu bearbeiten. Das heißt, ich mache noch einen Tag meine Arbeit weiter. Über diese Hand, die eine Blase hat, fange ich weiter an zu reiben. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann mit meiner Hand? Blase, rot, Reibung. Das heißt, es ist klar, diese Blase wird eventuell aufgehen und ich werde mir eine größere Verletzung an der Hand einfangen. Gut, was hat das jetzt mit seinem Training zu tun? Man könnte einfach sagen, gar nichts. Das ist natürlich Unsinn, sonst hätte ich es nicht erzählt. Das Ähnliche, was ich euch eben erklärt habe, das passiert im Prinzip jedes Mal, wenn ihr bei uns zum Training erscheint. Das heißt, ich komme mal auf die andere Seite rüber. Wenn ihr zu eurem Training bei uns aufschlagt, kommt ihr hierher mit einem gewissen Leistungsstand. Wo immer der jetzt sein mag, spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle. Das heißt, ihr kommt hierher, habt diesen Leistungsstand heute. Oder, wieder zurück zum Besen, wir fangen direkt am Wochenende an, voll motiviert den Rasen bzw. den Gehweg zu fegen. Was passiert nun? Im Training, ihr gebt richtig Gas, 20 Minuten EMS volle Strecke. Was passiert mit unserer Leistungsfähigkeit direkt im Anschluss an das Training? Ich lasse es extra wieder einen Moment Pause zum Belegen. Es ist klar, eure Leistungsfähigkeit sollte nach einem intensiven Training sinken. Wie tief auch immer. Hier ist unser Training, wenn wir so wollen, beendet. Im Zeitraum 0. Oder jetzt wieder zum Alltagsvergleich zurück. Hier haben wir das Fegen beendet. Die Hand ist rot. Jetzt hat unsere Hand, unsere Haut, einen wunderbaren Schutzmechanismus, sich gegen solche Anstrengungen entsprechend vorzubereiten.
Manche sagen, es sieht nicht gut aus, aber andere sagen, okay, es hilft mir im Alltag. Es gibt einen Schutz, den die Hand bilden wird. Weil was passiert direkt im Anschluss an unsere Belastung, an unser Fegen? Ich nehme mal eine andere Farbe. Die Hand wird sich erholen. Unsere Muskulatur wird sich nach einem intensiven Training erholen und geht ganz allmählich wieder in die Ausgangsposition zunächst zurück. Das wäre hier im Zeitraum 1. Jetzt, und das ist das Tolle, hat unser Körper eine super Funktion entwickelt, weil der Körper denkt, unsere Hand denkt, Mensch, vielleicht ist der ja nochmal so blöd und will mich rannehmen. Ich muss ein bisschen oben einen draufschlagen, damit ich bei dem nächsten Kern, bei dem nächsten Training vielleicht ein bisschen weniger beansprucht werde. Das heißt, wir holen uns nicht nur bis zum Ausgangsniveau hinaus, sondern wir legen noch ein Schippchen oben drauf bis zum Zeitraum 2. Das heißt, wir gehen einen Ticken mehr als wir vorher waren. Jetzt kommen wir wieder zur Anfangsfrage zurück. Wie ist es denn Trainingspause? Wann sollte ich denn jetzt in diesem Beispiel gesehen mit dem nächsten Kern anfangen? Oder fürs Training hingesehen, wann sollte ich denn mit dem nächsten Trainingsreiz beginnen, mit dem nächsten Training anfangen, um einen optimalen Leistungskurvenverlauf zu bekommen? Im Punkt 0, im Punkt 1 oder vielleicht im Punkt 2. Das heißt, wenn ich erschöpft bin, wenn der Körper sich aufs Ausgangsniveau zurückerholt hat oder wenn der Körper noch ein Schippchen draufgelegt hat. 0, 1 oder 2. Ähnlich wie am Jauch könnt ihr jetzt einen Telefonjoker anrufen oder euch selbst einen Gedanken machen. Wann wäre es am sinnvollsten? Ich denke mal, ihr dürft jetzt mittlerweile euch auf eure Antwort geeinigt haben. Schauen wir mal nach, was würde passieren, wenn wir im Punkt anfangen, wo wir erschöpft sind. Das heißt im Punkt 0. Wir würden unser nächstes Training beginnen. Unser geschundener Körper würde noch mehr Belastung bekommen. Ich würde eventuell wieder in diesem Punkt anfangen, würde ihn noch mehr belasten. Und wenn ich mir jetzt zum Verlauf mal vorstelle, würde das bedeuten, meine Leistungsfähigkeit wird über zu kurze Pause oder gar keine Pause hingesehen schlechter. Das ist klar, kann nicht unser Ziel sein. Wie ist der Punkt 1, wenn der Körper sich auf das Ausgangsniveau zurückerholt hat? Wenn ich hier mit dem nächsten Trainingsreiz beginne, würde es ungefähr so ausschauen. Das heißt, hier würde mein Fleiß zu nichts führen. Ich könnte mein Leistungsniveau gerade nur so halten, aber ich würde mein Trainingsziel nicht erreichen. Jetzt kommt's, ich weiß, die meisten von euch werden sich das fast gedacht haben. Der sinnvollste Punkt, das nächste Training anzufangen, ist im Punkt 2. Das heißt, da, wo der Körper sich über das Ausgangsniveau hinweg erholt hat. Weil hier würde der nächste Trainingsreiz beginnen. Ich würde nicht ganz so tief abfliegen, würde mich wieder über das Ausgangsniveau hinaus erholen und so würde ich kontinuierlich meine Leistungsfähigkeit verbessern. Das heißt, die golden richtige Antwort wäre am Punkt 2. Das Ganze, was ich hier so schön handzeichnerisch dargelegt habe, habe ich euch auch mal vorbereitet. So, was ich euch hier so handzeichnerisch ein bisschen dargelegt habe, habe ich auch etwas besser vorbereitet. In der normalen Ruhe, das heißt, wenn wir nicht sportlich aktiv sind, wenn wir nicht gerade im Garten arbeiten, befindet sich der Körper in einem Gleichgewicht. Nennt sich auch, wenn man damit angeben will, Homöostase. Wenn jetzt der Trainingsreiz beginnt, das heißt, wir entsprechend trainiert haben, kommt es zur Ermüdung, zur Erholung,
zur Anpassung und dann geht es in den Bereich, wo wir etwas leistungsfähiger werden, wobei dieser Zeitraum natürlich auch begrenzt ist, bevor wir dann wieder auf das Ausgangsniveau zurückfahren. Dieser Effekt hier, diese Anpassung über das Ausgangsniveau hinaus, wird auch in der Sportwissenschaft als Superkompensation bezeichnet. Ich bin kein Fan von vielen Fachterminologien, aber das ist ein Begriff, der kommt einem permanent vor. Sollte man vielleicht schon mal gehört haben. Jetzt war die Frage, wann setze ich denn mit dem nächsten Training am besten ein? Das heißt, optimal wird natürlich genutzt dieser Effekt, wenn ich an dem Punkt anfange, wo der Körper sich über das Ausgangsniveau hinaus regeneriert hat. Das heißt Punkt 2. Jetzt könnte der eine oder andere sich vielleicht eine Frage stellen. Nämlich, wann verdammt nochmal ist denn dieser Punkt 2 eigentlich erreicht? Denn nur über den Punkt 2, wenn wir es hinbekommen, dass die Trainingsreize so gesetzt werden, dass wir leistungsfähiger werden, dass wir unser körperliches Trainingsziel erreichen. Und da kann ich euch gut an die Hand geben, was man machen könnte. Idealerweise können wir Blutuntersuchungen machen nach den Trainingseinheiten, um zu gucken, wann ihr regeneriert seid. Da das wohl kaum einer wirklich im Alltag machen will, gibt es nur so eine Handformel, die man zur Hand nehmen kann, um zu gucken, wann fange ich im nächsten Trainingsreiz an. Dieser Punkt, wann der erreicht ist, einmal abhängig von der Größe der Muskelgruppen, die wir trainiert haben. Beim MS machen wir den gesamten Körper. Er ist abhängig vom Trainingsniveau, den jeder Einzelne mit sich bringt. Und deswegen kann man kurz zusammenfassen, bei Fitness- und Freizeitsportlern kann man ausgehen von 48 Stunden bis 72 Stunden, bis der nächste Trainingsreiz gesetzt werden darf. Das heißt, wichtig für einen Trainingserfolg ist nicht nur ein optimaler Trainingsreiz während der Belastung, sondern dass ihr wirklich diese Pausen einhaltet, weil ihr sonst euer Trainingsziel oder euer Gesundheitsziel nicht erreichen werdet. Gut, ich hoffe, meine Darlegungen waren gut verständlich. Würde mich auch über positives Feedback freuen. Wünsche euch noch einen tollen Trainingsverlauf und ich hoffe, euch bald wieder hier bei unserem Bodyshape Fitness begrüßen zu dürfen. Euer Jens.